Und da sind wir wieder bei Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Yay! Wir haben beim letzten Mal alle Items geschmiedet, die man in diesem Spiel nur schmieden kann. Und Sora hat jetzt Ultima ausgerüstet. Das beste Schlüsselschwert, das wir in diesem Spiel bekommen können. Ja. Und hat auch eine der größten Reichweiten zusätzlich natürlich noch. Ja. Muss ja in allem gut sein. Das stimmt. Nicht nur, dass wir jetzt einfach per Speicherpunkt aufs Gummischiff gehen würde ich die Vordertür. Ja, ich mach die Vordertür. So, wo wollen wir denn jetzt als erstes hin? Wir fangen mal im Olymp an. Das heißt, wir machen jetzt erstmal Zeitherausforderungen. Ja, so dass wir es halt noch so alles machen müssen. Okay. Wir haben noch Zeit, Herausforderungen zu erledigen. Wir müssen den Hades Cup zum Beispiel noch alleine machen. Haben wir auch noch vor uns. Ja, stimmt, da gibt es noch einiges wir haben zu tun. Wir haben noch zwei geheime Endbosse. Aber dadurch, dass wir ja jetzt Level 90 sind, sollte das ja alles nicht mehr so lange dauern. Ja, sollte. Vor allem, weil wir Ultima haben. Ich habe die ganzen Sachen, glaube ich, noch nie mit Ultima gemacht, weil ich die erst danach immer geschmiedet habe. Aha. Ultima ist mit seiner längeren Reichweite ja definitiv vorteilhafter als dieses bekloppte Zentrifol-Schwert. Mhm. Gott, ist das Ding hässlich gewesen. Ich mag Zentrifol. Nee, ich nicht. Ich merk's. Dann muss ich mal einmal kurz ins Tagebuch schauen, was wir eigentlich bisher alles auf Zeit gemacht haben. Arena des Olymp. Phil Cup haben wir auf Zeit gemacht. Pegasus Cup. Den Herkules Cup noch nicht. Und entsprechend. Werden wir dann damit anfangen? Fangen wir dann damit an. Ah, du kennst die Regeln, oder? Welcher Wettbewerb soll es sein? Herkules Cup gegen die Zeit. Die Zeit wird uns umbringen. Ja, auf jeden Fall. Wir kämpfen gegen die Zeit. Den letzten Kampf mussten wir bis jetzt sowieso immer mit Sora alleine machen, wie wir uns erinnern. Ja. Das werden wir wahrscheinlich auch, wenn wir auf Zeit spielen müssen. Ja, natürlich. Wir haben nur 3 Minuten und es ist Platz 10, die Dämmerer. Ich habe so das Gefühl, bei so einem geringen Zeitlimit wie 3 Minuten kann es ja schon passieren, dass du allein viel, viel Pech haben kannst mit Schatten durch, Zufallsgeneratoren und so weiter. Ja, das geht. Wenn die Viecher in den Boden gehen. Die 3 Minuten sind eigentlich immer genug Zeit. Ja. Oder noch schlimmer, Giftfungis. Ja. Die haben wir ja zum Glück nicht mehr in irgendeinem Kurs, den wir noch spielen müssen. Die Dominos. Ey, ein paar Fässer, ein paar Gigsharks und ein Flugpirat. Ach, alles stirbt in einem Schlag, von daher, ne? Keine so große Herausforderung mehr. Nee. Aber man merkt, dass auch diese Gegner geupgradet wurden, seitdem wir das letzte Mal diesen Cup gespielt haben. Ja. Wir bringen jetzt auch 90 Punkte. Oh, 244, ja doch. Das scheint mir eine relativ eindeutige Angelegenheit zu werden. Die Tackler. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell das Schiff stirbt. Den Zerstörer haben wir noch nicht vernichtet. Ja, komm her, Zerstörer. Ja, jetzt wird er mal erwischt. Ja, er nimmt auf jeden Fall viel Schaden, aber ja, sehr gut, sehr gut. Sterben tut er. Sterben tut er in der Tat. Und 235 noch übrig, das ist mehr als genug. Ja. Nächstes Team ist die Irrspuker. 4 Gargoyles, 3 Gigsharks. Oh ja, ne? Sollte jetzt auch nicht so schwierig sein. Ist jetzt keine wirklich, sagen wir mal, schwer zu treffen den Gegner. Schwer zu besiegen sind sie ja sowieso nicht mehr. Ja. Aber schwer zu treffen, die Gegner. Gargoyles können sich ja, wenn man sie zu lange in Ruhe lässt, dann unbesiegbar machen für eine Weile, aber. Das wird wohl eher nicht. Lässt man sie halt einfach nicht lang genug in Ruhe. Die seltenen, ein einziger darf von mir. Ja. Auf Zeit. Schlag ihn einmal. Und Bams! Schneller geht's nicht. Ja. Die Spawn. Der hat halt nicht so richtig viel Freude mit mir gehabt. Ich habe irgendwie nicht hochgehalten. Nee. Frechheit. Dass die Raffung, die sich freuen, wenn man so hochhält. Ja. Und Cloud auf Platz 5. Zu schlecht, um der Anführer dieses Cups zu sein. Auch wenn ich so das Gefühl habe, dass er eigentlich stärker sein sollte als Herkules. Wahrscheinlich ja. Der von Fässern niedergestreckt wird. Merkwürdiger Kerl. Er hat so reit jetzt aber auch eine Menge MP. Mit Ultima vor allen Dingen. Und Topso! Das sollte Cloud jetzt eigentlich niederstrecken. Noch nicht ganz. Jetzt fliegt er doch rum. Nervig. Na gut, er sollte aber trotzdem gleich erledigt sein, sobald er das da gemacht hat. Mein Gott, Cloud. Musst du wirklich so einen Aufstand machen? Ja, Cloud macht gerne einen Aufstand. Und erledigt! Schlimm. Ja, die 1000 Punkte sind sonst auch noch voll wert. Meinst 1000? Ja. Immerhin. Ich hab's irgendwie als 100 gelesen, das wäre erbärmlich. Nee, es sind 1000. Aber auch das ist mit, weiß nicht, 10 normalen Gegnern erledigt, die 1000 Punkte zu kriegen. Also ja, das stimmt. Schon sehr, ja, schwach eigentlich von der Faustgruppe her. Durch diese Rundumschlagattacke von Cloud hat der Kampf richtig lange gedauert gegen ihn. Bei nur 3 Minuten ist das doch schon ziemlich hart. Ja, ach. Wenn man es jetzt zweimal machen lässt, dann wäre das übel. Er kann es, glaube ich, gar nicht zweimal machen. Achso.
Der macht das nur einmal, wenn er in den niedrigen HP kommt, und dann macht er das, glaube ich, gar nicht mehr. Na gut, zwei Zerstörer auf jeden Fall sollten ja nicht das größte Problem sein. Du wärst nicht eigentlich schneller, wenn du den schnell hinterherfliegst, als wenn du rollst. Und Gravitas. Da ist das Segel niedergestreckt worden. Na, hat noch dabei gestunt. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich das gesetzt habe. Und das war's dann auch schon für diese Truppe. Ja, ich finde es schön, dass das Ultima groß genug ist, dass es einfach mitten in das Bild reinragt, wenn Donald sich freut. Ja, und Herkules aus Platz 2, weil wir sind selber Platz 1. Ne, jetzt müssen wir ihm trotzdem wieder Kisten ins Gesicht werfen. Bonk, damit er nicht mehr konzentriert wird. Damit er seine göttliche Aura verliert. Ja, irgendwie merkwürdig, dass er die göttliche Aura zerstören. Vielleicht erinnert ihn das auch einfach so sehr an Phil, wenn er einen Fass an den Kopf bekommt. Deswegen verliert er seine Konzentration. Ja, vielleicht. So, noch ein einziges Mal, dann ist er erledigt. Göttliche Aura wieder da. Und ein Fass. Hey, kannst du die Fässer kaputt machen, Herkules? Wir müssen dich damit angreifen. Oh, bonk. So, jetzt kannst du mal Tobsuchen oder so. Erledigt. Ja. Ab bei Kraftstein. Yay, noch ein Level dadurch erreicht. Hui. Scheint ganz schön viele Erfahrungspunkte zu geben, der Herkules. Er hat auch 1000 gebraucht. Sora hat Gravitas-Brecher erhalten. Was ist ein Gravitas-Brecher? Es ist auch ein Combo-Abschluss, der prozentual Schaden macht. Ah ja. Wollen wir sowas haben? Nö, eigentlich nicht. Dann nicht. Ja. Du kennst die Regeln, oder? Natürlich kennen wir die Regeln. Jetzt haben wir nur noch den Hades-Cup offen, was wir noch machen wollen. Ja, mir geht's auch nur noch alleine. Ja, mit Sora. Also auch für den Kampf. Wir müssen wieder bei Platz 50 anfangen. Schade, dass wir nicht direkt bei Platz 10 anfangen dürfen. Ja, gut. Immerhin haben wir ja schon mal bis dahin gespielt. Ja, aber noch nicht alleine. Ja, leider. Na dann, auf geht's gegen die Lurch Brothers. So lange nicht gesehen, Lurch Brothers. Ja, allerdings. Ach, das wird wieder lustig. Zum Glück stirbt ja alles in einem Schlag, aber immer noch ein sehr, sehr langer Cup dank 50. Ja. Ah, lass mal 49 kämpfen. Nummer 50 sind wir ja selbst gewesen, jetzt sind wir Nummer 1. Ja. Aber im Moment sind wir wieder Nummer 50. Ja, wir kämpfen so langsam wieder nach oben. Irgendwie sieht das aus, als hätte Ultima vorne dran irgendwie Stroh dran geklebt. Sieht merkwürdig aus. Ja, ich finde, ich halte persönlich nicht viel von Ultimas Design. Ich trage es eigentlich auch nur, weil sie gute Werte hat. Ja, halt die besten, die du haben kannst. Ja. Und ihr blöden Affen, kommt her. Gott, schön. Und noch einer. Ich punkte, juhu. Immer dieses dämliche Blocken. Ich weiß auch nicht, was das soll. Gehört nicht in irgendein Spiel eingebaut. Blocken. Für uns war schon, aber nicht für jeden. Dass die Gegner in unsere Attacken reinrutschen, dass das dann blockt. So, die Plattfüßler, Hammerquanten, Schattenpiraten, Schattenlurche. Lange keine Hammerquanten mehr gesehen. Ja, gegen den Boss haben wir lange nicht mehr gekämpft und auch schon. Auch so ganz selten gekämpft gegen irgendwelche Teile von diesem Boss, oder? Erste Hammerquante ist schon erledigt und das war die zweite Hammerquante. Ja. Yeah, so viel zu dieser Truppe. Das heißt, wir müssen jetzt auch wieder die ganzen Zwischenbosse besiegen, ne? Ja, alle. Yeah. Muss auch Hades wieder besiegen. Ja gut, der sollte ja dieses Mal deutlich schneller gehen als beim ersten Mal. Die Spinner! Und unsere beiden Bot-Kollegen haben im Kampf gegen Hades sowieso so gut wie nichts gemacht. Außer zwischendurch mal so heilen. Das ist auch nur, wenn sie gerade mal bei Bewusstsein waren. Ja. Was nicht häufig war. Komm, sterb, ihr verdammten Spinner. Hört auf zu blocken, das geht doch nicht. Noch keine Vase gesehen, die drei Angriffe geblockt hat. Ja, diese schon. Das war jetzt die erste. Ja. Nothing to it. Ja, da freut sich der Sora. Leider muss man das jetzt 49 Mal sehen. Ein Rafungi auch in diesem Cup, weil die mussten unbedingt wieder eingebaut werden. Ja. Achtung, ein Schlag und erledigt. Rob. Da ist er wieder sauer. Komisch. Ja. Verstehe ich gar nicht. Dann geht er in die Arena, um vermöbelt zu werden. Und was ist? Er wird nicht vermöbelt. Ja, Frechheit. Nächster Kampf. Wir sind Yuffie im Team Yuffie. Naja, die ist immer noch nicht besser geworden. Im Gegenteil, wenn wir sie einmal besiegt haben, wird sie ihren Rang wieder um einen verschlechtert haben. Nee, wird sie nicht, weil wir immer noch als Platz 1 gelten auf der Liste. Ach ja? Ja, wir haben bei Platz 50 angefangen, statt Platz 49. Achso, hab ich nicht drauf geachtet. Na gut, dann ist Yuffie tatsächlich schon schlechter und wird nicht mehr schlechter. Naja. 600 glorreiche Erfahrungspunkte. Schon auf ihrem Tiefpunkt angekommen. Ja. Jawohl, 600 Punkte, das ist nicht sonderlich viel. Nicht wirklich. Hat selbst Cloud mehr gegeben. Ja. Und die Barbaren, Wüstenräuber und Schattenpiraten. Doch, auch die sollten wieder mit zwei Schlitterattacken erledigt werden, wenn sie dann richtig treffen. Oh, geblockt, schade.
Das war so ein schöner Ansatz. Ja. Hätte es wahrscheinlich sogar wirklich funktioniert. Ja, hätte es auch, wenn er nicht geblockt hätte. That's the power of the Keyblade. Ja. Von Ultima vor allen Dingen. Ja, weiter hübsch Ultima in unser Gesicht halten. Die Schattenritter. Jetzt hängt ja auch tatsächlich ein Herz als Anhänger dran. Das ist doch endlich mal passend. Ich wollte eigentlich nicht den Gigshark angreifen, sondern den Defendor. Deshalb bin ich hinter den gesprungen, aber... Das gut, stört das Auto-Anvisieren-System meistens nicht wirklich, welchen Gegner du wirklich angreifen willst. Ja, leider. Springst du hinter den Defendor? Nee, guck mal, da vorne der Schatten durch, der sieht doch gut aus. Ja, der viel gefährlicher als der Defendor, der hinter dir steht, hinter dem du extra gesprungen bist. Moment, du willst jetzt da links den Rafungi angreifen? Nee, guck mal, da rechts von dir irgendwo in der Ecke, da steht noch ein anderer Gegner, den solltest du lieber anvisieren. Ja, sowieso. Ach ja, wieder Affen und Autowampen. Ich finde es interessant, dass der nicht in seinen Enrage-Modus gegangen ist. Dafür, dass er irgendwie noch eine HP hatte. War halt ein sehr gechillter Autowampen-Gegner. Scheinbar. Was auch immer. Ja. So, Behemoth. Vielleicht ist er ja in Anti-Aggressionsbehandlung gewesen. Na, vielleicht. Hey, Bosszeit! Behemoth, im Team Behemoth! Ach, den Roten haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Ja. Einen rot-schwarz-grünen, orangenen. Ja. Die grünen Fingernägel finde ich ja persönlich jetzt nicht so stylisch, aber. Irgendwie unpassend im restlichen Design. Aber was soll's. Sowieso nicht der schönste. Ja. Ja, Kopf ist unten, ging recht schnell. Machen wir da direkt an. Und Kopf wieder oben. Verdammt viele HP. Ja. LP leisten vor allen Dingen. Dafür, dass wir hier nur mit einem Charakter kämpfen müssen. Dafür ist es noch lange. Dafür ist es so ziemlich der am unnötigsten häufig benutzte Endboss ist. Hm. Muss auch noch unnötig viele LP leisten in diesem Kampf haben. Ja. Kommst du deinen Kopf wieder so hin, dass ich nicht runterfalle? Ach, leider kann man der Tobsucht nicht ordentlich drauf einsetzen, ohne dass man direkt runterknallt. Ja, leider. Und selbst wenn, würdest du es wahrscheinlich nicht benutzen wollen. Wegen MP-Kosten und so. Ja. Ich endlich mal dem Blitz ausgewichen, der auf mich draufgegangen ist und auf mich in den nächsten reingerollt. So, er ist wieder in der grünen Leiste, beziehungsweise noch in der gelben, aber die grüne ist schon sichtbar. Also wieder rauf und die restlichen paar kaputt machen. Ja, also der Boss war ja doch nie so richtig schwer. Nee, der war schon immer eigentlich nur Nervtöten. Einer von den Bossen, der halt irgendwie einfach nur da ist. Aber der geht jetzt auf Level 90 immer noch ungefähr genauso schnell, wie als wir die Hilfe von Donald und Goofy hatten. Ja. Hm. Ich meine, das wäre eigentlich nützlicher wären, aber naja, was soll's. Ja, es war wieder kein Problem, den zu besiegen, also hey, Zeit anderen, für die nächsten 10. Die anderen beiden sind ja auch nützlich, wenn sie dabei sind. Die machen ja auch Schaden, ist ja nicht so, als würden sie überhaupt nichts tun, aber... Augenwerfer und Pyrozipfler, Platz 40. Sollte ja, wie gesagt, auch nicht so schwer sein. Immerhin 60 Punkte bringen die Pyro-Zipfler noch. Ja, mehr als man erwarten möchte. Das heißt, 10 von denen bringen so viel wie Yuffie. Ja. Yuffie ist so viel wert wie 10 Pyro-Zipfler. Das ist ärmlich. Ja, allerdings. Sehr ärmlich sogar. Ja, na gut, diese komischen Chamäleons bringen auch ungefähr... die bringen so viel wie 6 von den Pyro-Zipflern. Ja. Hm. Die Eiszapfen. Die sind nicht mal 2 Defendoren wert. Und dafür lassen sie dich dann eine Ewigkeit auf diese komischen Chamäleons draufkloppen, weil sie diese Attacke haben, die sie eine längere Zeit lang unbesiegbar machen. Ja. Ja, was heißt unbesiegbar? Nur aus irgendeinem Grund kann man denen den letzten Schaden nicht machen. Ja, deswegen. Die liegen dann in ihrem leicht seichten Grab mit einem HP, ne? Ja. Und warten darauf, dass sie endlich sterben können. Ja, die haben dann irgendwie super Trotzkopf oder so. Die halten irgendwie 800 Attacken aus, ohne zu sterben. Die Panzerkorps. Und die Panzerkorps mit dem Panzerrüstor. Der ganze Boss ist wieder dabei. Ach, oh Freude, oh Freude. Sag mal, kam mir das eigentlich nur so vor, oder war der zweite geheime Boss hier nicht die ganze Zeit anwählbar? Ist der erst vor kurzem anwählbar geworden? Der ist erst anwählbar geworden, als wir alle Cups beendet haben. Ach so, deswegen war da die längste Zeit nur einmal Fragezeichen, 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 ja. Fragezeichen. Wenn du mit Phil gesprochen hast. Das hat mich gleich ein bisschen gewundert, dass wir die gerade eben gesehen haben, die zwei versteckten Bosse hier. Ja, aber wir haben hier jetzt eben, seit wir den Hades Cup das erste Mal abgeschlossen haben, wir jetzt zwei geheime Bosse. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ob die beide schwer sind? Ey, ein Giftfungi und 4 Vita-Zipfler dabei. Ja. Ah, die Hölle. Lass mir die Vita-Zipfler töten. Yay, jetzt ist es kein Problem mehr. Komm her, komm runter. Ja, sehr schön.
Nimmt er eigentlich immer den gleichen Schaden, egal wie viel Schaden Sora wirklich macht? Er nimmt immer einen Schaden, ja, pro Angriff. Okay. Ich dachte, irgendwann würde er dann auch mal mehr Schaden nehmen, wenn wir stark genug sind. Aber nee, natürlich nicht. Und er muss unsere Zeit verschwenden, wie sich das gehört. Du verlierst jedes Mal HP, wenn du ihn angreifst. Nein, ich bin vergiftet. Achso, du bist vergiftet gewesen. Ja. Ach, das sah merkwürdig aus. Der tickte genauso, dass du jedes Mal Schaden genommen hast, wenn du angegriffen hast. Ja, nee, ich war einfach nur vergiftet. Ich hatte so eine hübsche blaue, nee, nicht blaue, lila Wolke an mir dranhängen, als Zeichen dafür, dass ich vergiftet bin. Aber in diesem Spiel kann dich niemand vergiften, außer dem, oder? Ja. Das ist irgendwie merkwürdig, dass wir dafür tatsächlich eine Statusveränderung haben. Dann würde die Schleife ja tatsächlich doch was bringen, wenn sie dich vor Statusveränderung schützt. Ja. Schützt vor Giftfungis. Yay! Yay! Vor den irgendwie 8 oder so im Spiel gefühlt. So viele sind das nicht. Stimmt. Die trifft man nicht sonderlich häufig. Die Optrix! Zumindest nicht in diesem Spiel. In anderen Kingdom Hearts Teilen sind sie deutlich häufiger. Ja, und da ist er wieder, unser alter Chamäleon-Freund. Den man absolut nicht sehen kann. Ja, er ist auch nur noch er. Ja. Tupso! Block. Zum Glück, wenn man sie richtig schnell tötet, dann kommen sie gar nicht dazu, diese Attacke einzusetzen. Ist aber in der Attacke vorbei. Aber, ich wollte gerade sagen, er macht sie gerade schon wieder. Und das heißt, wir müssen warten, bis er angreifbar ist, was jetzt ist, und bam, ist tot. Glorreiche 300 Punkte. Achso, ja, wir haben keinen Erfahrungsboost. Ich habe mich gerade gewundert, warum er keine 360 gebracht hat. Ja. Und die Hexer, Schwarzmagier, Pyrozipler, Zickzackzipler, Arktikzipler. Ja, ne, die lustige Magier-Tripper, die wir auch schon häufiger mal gesehen haben. Die auch in anderen Welten einfach so dann als freie Spawn so rumhängt. Jo. Die müssen nicht unbedingt geplante Arena-Teams sein. Bams, 150 Punkte. Und nächstes Team bitte. Wenn wir alle Gegner so schnell besiegen können, dann wird das mit der Zeit-Challenge nachher wahrscheinlich auch hoffentlich kein Problem. Die Hades Cups. Ja, die Zeit-Challenge ist eigentlich nicht das größte Problem. Ich hoffe, im Hades Cup geben sie dir wirklich viel Zeit. Stell dir mal vor, du bist im Kampf gegen Hades und verlierst dann so viel Zeit, dass du dann im letzten Kampf gegen den Granit-Golem verlierst. Die geben einem überproportional viel Zeit. Also man bekommt ja, man hat ja normalerweise für 9 Kämpfe 3 Minuten Zeit und da hat man eben hier jetzt statt der 5-fachen Zeit hat man fast die 7-fache Zeit. Man hat 20 Minuten für die Zeit-Challenge. Na gut, dafür sind ja auch entsprechend viele Bosse dabei, ne? Ja, aber das ist schon in Ordnung, die 20 Minuten. Ach, 20 Minuten sind's, okay. Ja. Und eine Engelsschwinge kombiniert mit Schwarzmagiern. Ja, das erste Mal, dass wir eine Engelsschwinge gesehen haben, war in diesem Punkt des Spiels. Ach, ja, und jetzt sind sie eigentlich überhaupt kein Thema. Danke, dass du die endlich mal getroffen hast. Eigentlich waren die Dinge auch kein Thema, als wir das allererste Mal schon hier waren, aber jetzt ist erst recht keins mehr. Ja, die waren halt nur ein Thema, wenn sie in großen Gruppen aufgetreten sind. Ja, das stimmt. So wie alle Gegner eigentlich nur dann ein Problem sind, wenn sie in großen Gruppen auftreten. Das stimmt. Außer vielleicht irgendwelche nervigen Invektoren, die sich permanent unbesiegbar machen wegen irgendwelchen nervigen Fähigkeiten. Ja. Und aber auch da ist ein Einzelner, meistens tötest du einen Einzelnen, bevor er sich unbesiegbar macht. Na, das stimmt wohl. Das ist eigentlich nur das Problem, wenn dann irgendwelche anderen Gegner einen davon abhalten. Nächster Bosskampf. Ja, die Kerberos. Im Team die Höllenbellos. Immer noch schön. Ja, na, dann vermögen wir die Köpfe mal eben. Das sollte ja nicht so schwierig sein. Stirbt wahrscheinlich noch schneller als der vorherige Boss jetzt. Oh, langsam drauflegen. Ja, ob es überhaupt lohnt, auf seinen Rücken drauf zu gehen bei dem großen Schaden, den du von da aus schon machst. Ja, auch vom Rücken kann ich ihn sowieso kaum angreifen. Ja, nur. Kotzt wieder vor sich. Ich würde hauptsächlich auf den Rücken drauf gehen, damit ich halt von seinen Attacken nicht getroffen werde. Aber die machen so wenig Schaden, da kann man auch nicht entstehen. Ja, das macht keinen wirklich großen Unterschied für uns. Wir regenerieren ja auch relativ schnell. Und im Notfall haben wir immer noch einen Vita-Guard-Zauber. Ja. MP haben wir auch nicht so ein Riesenproblem mit. Nö, nicht wirklich. Dank Äthern und Ultima. Ja, wir haben ja mehr als genug Äther noch ausgerüstet. Ah, komm, Höllenbello. Stirb in diesem Kampf. Schneller. Ja. Nachdem wir zwischendurch beim Farmen ja mal keine Äther mehr übrig hatten, wenn ich mich recht entsinne. Ja, aber wir haben inzwischen wieder 30 zusammen. Weil wir so Unmengen verbrauchen mussten und wir danach dann erst wieder Gegner getroffen haben, die Äther einfach so fallen lassen. Ja, da haben wir unsere gesamten, zumindest über die Hälfte unserer Tränke und High Potions verkauft. Dafür habe ich dann Äther eingekauft. Ja, wieder fast voll geheilt. Kerberos ist besiegt. Und Zeit für das nächste Team, das da wäre.
Der Ladescreen. Ja, der. Die nächsten 10 Runden brechen an Screen. Ach, immer wieder schön. Ja. Die Turboprops. Turboprop 4, Luftpiraten 3. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle wieder eine kleine Pause. Ich glaube, an der gleichen Stelle haben wir beim letzten Mal auch abgebrochen. Ich glaube ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal, wenn wir diesen Cup vielleicht beenden, je nachdem, wie schnell hart es geht. Bis dahin, see ya. Aloha.